Hello, ladies and gentlemen. This is Hanno Blatt. Your captain is speaking, Alter. So be quiet, please. Ja, herzlich willkommen zu Folge 3 von RimWorld auf diesem wunderbaren Kanal, Hand of Uncut. Zwei Folgen sind vergangen und gerade in der letzten Folge gab es viel Feedback. Da will ich einmal kurz drauf eingehen, bevor wir reingehen. Das hat sich, war das Reim? Und zwar, ganz grob, das ist die letzte Folge, war supi. Hier gibt es Kommentare. Also, kurz abgefrühstückt. Die Falle vor Hendriks Schlafzimmer wird zu 1%, 0,5% ausgelöst, wenn ein Bewohner drüber geht. Die muss weg. Das ist ein hohes, geringes Risiko, aber es ist ein Risiko. So. Zum anderen, wenn Schlafzimmer größer sind, sorgt das für mehr Zufriedenheit der Bewohner. Ist auch interessant. Ich gehe mal davon aus, dass alles stimmt. Ja? So, ihr habt nämlich euch richtig ins Zeug gelegt. So, dann Folge soll zweimal, ja, reden wir gleich drüber. Hendrik ist gar nicht nackt, der hat eine unsichtbare Hose an, alles klar. Und mit dem Bogen, der Hendrik hatte schon Bogen aus der Folge davor, das habe ich aber irgendwie vergessen und deswegen hat er ihn gedroppt. Also, war kein Glitch. Und dann noch, das war wieder der Bogen. Genau, Home Area, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Genau, diese Thrombos, die da rumgelatscht sind am Ende der letzten Folge, die sind wohl ein bisschen strong, da sollte ich erstmal die Finger von lassen. Wurde mir empfohlen. Ich weiß nicht, ob ich es mache. Mal gucken. So, es gibt bei den Mods ein paar Veränderungen. Ihr sollt, also übrigens diese Thrombos waren die hier. I don't know. Mal gucken, ne? Aber die ziehen irgendwann auch weiter. So, also. Wo fange ich an? Genau, also erstmal, es gibt Mod-Änderung. Ich habe zwei Mods jetzt rausgenommen. Einmal dieses Infinite Zoom nach ganz ran. Ich hatte irgendwie, ne, habe ich letzte Folge drüber geredet, es war irgendwie ein Unwohlsein, hat das ausgelöst in mir. Zweite Mod, die weg ist, ist dieses krass detaillierte RimWorld UI. Jemand hat geschrieben, in den Mod-Einstellungen kann man das vielleicht anpassen. Tatsächlich kann ich da bei einigen Mods Einstellungen vornehmen, beim RimWorld UI allerdings nicht. Deswegen habe ich es jetzt für diese Folge mal deaktiviert und ich gucke mal, vielleicht muss ich da auch erstmal reinwachsen, ja, dass ich das Gefühl habe, das ist cool. Aber die Darstellung ist auch einfach mega klein. Ich könnte natürlich generell die UI-Skalierung erhöhen. So, das würde ich mal minimal diese Folge machen. Und wir gucken dann mal. Also ich glaube, es ist jetzt schon deutlich besser. Ja, so. Dann, ihr dürft ja pro Folge einen Tipp mir geben und einen Mod-Vorschlag. Ne? Und das, daran haltet ihr euch. Das ist insane, das ist richtig nice. Kathleen baut jetzt erstmal Dächer. Und ein Tipp war, im Discord übrigens auch sehr viel schönes Feedback. Man kann mit Rechtsklick hier drag und droppen. Das wird gerade später interessant, aber das ist so ein Ding, da kommt man, glaube ich, erst nach 1000 Stunden dann, wenn dann auch nur per Zufall mal drauf oder durch einen Kollegen. Ja, und die Mod, die vorgeschlagen wurde von dem gleichen Herrn oder der Dame, war so ein, wie hieß es? Irgendwelche, also wenn die Charaktere miteinander interagieren, kommen so kleine Sprechblasen. Mal gucken, ob wir das beobachten werden. Denn wir haben ja dann erst später immer bei Bedürfnisse bei Hendrik gesehen, Alter, zurückgewiesen von Kathleen, stackt viermal, voila, weil der irgendwie versucht hat, sich an die ranzumachen. Und das haben wir nie mitbekommen, weil das gar nicht so optisch deutlich wird, wenn die aneinander vorbeirennen. Mit dieser Mod soll das deutlicher werden. Überfall! Pause! Überfall! Eine Ureinwohnergruppe der Fraktion, die Kaitro-Nation, ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Zum Ort springen. Bitte nur einer. Hyäne. Eintopfhüterin. Knüppel aus Stahl. Oh. Oh. Okay. Ich glaube, da mache ich mit zwei Bögen präventiv. Weil die darf nicht close... Oh, shit. Okay. Jetzt holt uns das ein bisschen heim, dass wir noch keine Verteidigung gebaut haben. Also Barrikaden, wohinter wir uns verschanzen können. Ist aber eh eine Nahkämpferin. Deswegen ist das auch, glaube ich, egal gerade. Okay. Also,
wir schauen jetzt erstmal. Wo ist Hendrik? Oh, lol, der hat einen Truthahn erlegt. Da waren auch ein paar Tipps von euch, ne? Ey, lass doch Hendrik jagen. Der hat einen viel krasseren Skill. Mir geht's aber auch darum, Hendrik kann halt schon sehr viele Sachen sehr gut und ist deswegen sehr wichtig für viele Sachen. Bei Kathleen ist es so, die ist halt sehr spezifisch, rastet sie völlig aus. Nahkampf, Bergbau. Aber dann gibt's halt so Sachen wie Pflanzen oder so oder Tiere. Da hat sie halt Handwerk nichts oder sehr low. Deswegen wollte ich sie ein bisschen ausbilden in Fernkampf. Ja? Dass sie da besser wird. Weil sonst haben wir Hendrik, der muss irgendwie alles machen, außer Bergbau und Nahkampf. Also beziehungsweise Bergbau und Nahkampf ist ja keine Aufgabe. Gut, Konstruktion noch, ne? So, deswegen, das war mein Gedanke dahinter. Deswegen habe ich sie einfach Brain, AFK, Bogen schießen lassen. So, Inventar. Wir bereiten uns jetzt auf einen Angriff vor. So, Kathleen hat einen Bogen, Kurzbogen normal, 98%. Hendrik hat den Recurve-Bogen, den ich ja ertradet hatte. In gut. So, das heißt, wir nehmen jetzt... Gut, beide laufen da jetzt hin. Ah, er schlachtet es direkt. Nein. Okay, dann lasse ich das kurz laufen. So, dann gehe ich jetzt hier mit Kathleen in den Kampfmodus. Dann macht sie gar nichts. Hendrik? Nein! Kampfmodus. Sehr gut. So, und jetzt kann ich die beiden steuern. Und jetzt gehen wir da hin und machen richtig Long Range. Und ich hoffe, das klappt. Also jetzt gibt es gleich Verletzte, okay? Wir werden gleich... Oh Gott. Okay, ich muss ein paar Sachen bedenken. Das Ding ist, es gibt gleich A, vielleicht Tote. B, Schwerverletzte oder Verletzte. C, Gefangennahme von ihr hier. Und so oder so brauchen wir gleich Krankenpfleger. So, jetzt gucken wir uns nochmal Bio an. Kathleen, Medizin, deaktiviert. Okay, aber da hat sie 0, ja? Aber bei Arbeit, Medizin, wo ist die Medizin? Medizin. Ich sehe es gerade nicht. Arzt. Wofür ist die 3? Für die Prioritäten, ne? Kathleen kann diese Art von Arbeit nicht verrichten. Sie hat halt keinen Skill. Das heißt, sie muss tanken. Okay? Und Hendrik muss sie dann aufpäppeln mit 4 Medizin. Oh Gott. Haben wir Medizin im Lager? Ein Package. Scheiße, Bruder. Okay, Kathleen. Sie ist ja doch gut im... Oh, wait. Sie ist ja ultra krass im Nahkampf. Haben wir nicht ein Messer? Hat sie nicht ein Messer? Kam sie... Ja. Schlecht. Warte mal. Können wir nicht doppelt... Haben wir davon mehr? Wir haben nur das eine Messer. Okay. Ist, glaube ich, trotzdem Wolf. Rüste Messer aus. Hendrik, bleib nochmal hin. Verwirrung Papo. Okay, jetzt passieren Sachen. Papo hat einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Wir erinnern uns, Papo ist unser Eichhörnchen. Na gut. Können wir mit leben, glaube ich. So. Okay. Kathleen muss tanken. Jetzt geht's los. Der Hendrik ist viel schneller. Warum ist er so viel schneller? Hat sie irgendeine... Warte nochmal, Hendrik. Warte nochmal. Entspann dich. Warum ist Kathleen so langsam? Bedürfnisse. Warum ist sie so slow? Starke Schmerzen. Yo, die hat ja Durchfall. Die hat ja Lebensmittelvergiftung. Imagine, du kotzt dir wegen schlechtem... Ne? Kennen wir alle. Ey, wir bestellen Sushi oder so, ne? Oder was weiß ich. Ich habe mir mal eine Pizza geholt an so einem kleinen Pizzaeck. Ich habe mir den Arsch an die Buswand gedrückt. Und dann, sobald ich raus war, ich meine, rennen kann man da nicht, weil dann platzt die Shorts.
aber mit Strammschritt in die Wohnung. Ne? Und dann kämpfen müssen gegen so Ureinwohner. Die machen ja auch keine halben Sachen. Guck mal, die schleicht. Startet einen Angriff. Jetzt geht's rund. Hendrik. Beschießen. Nicht, Ziel nicht treffbar. Okay. Wann bist du denn treffbar? Immer noch nicht. Jetzt. Sehr gut. Schieß ihn ab. Schieß sie ab. Oh nein, nicht getroffen. Stufe 7, komm. Snipe die weg. Kathleen! Nein, lauf! Kathleen, übernimm! Kathleen! Ja. Okay, los geht's. Ah! Das war's, oder? Rüste Messer aus Stahl. Kann ich sie boxen? Ey, die hat einen Stahlknüppel. Also das Ding ist... Oh Gott! Ich habe hier zwei Optionen. Entweder ich schicke ihn aufs Messer. Aber dabei ist Hendrik, glaube ich, super geslowed, weil er angegriffen wird. Das hat man eben richtig gesehen. Als Hyäne an Hendrik dran war, war er auf einmal viel langsamer. Und in der Zeit kassiert er so viel for free. Deswegen glaube ich, gehen wir jetzt einfach in den Nahkampf. Und ich meine, es ist schon bald Half-Life. Wir hoffen einfach. Also Kathleen ist bewusstlos, lebt noch, alles gut, Blut überströmt, voila. Box Hyäne weg. Hendrik, show me your muscles. Triff. Ja. Battle of History. Nahkampf Stufe 1. Und jetzt? Ureinwohner der Fraktion haben sich entschieden, jeden in der Nähe zu entführen und das Gebiet zu verlassen. Die nimmt Kathleen weg! Was? Die denkt sich einfach nur so, Sia! Die entführt Kathleen! Still und heimlich. Hendrik, wach auf! Bitte! Liegt bewusstlos herum. Kommt Kathleen wieder? Kann ich sie befreien? Alter, es gibt ewigen Krieg gegen... Wie heißt der Stamm? Die Kaitro-Nation. Kommt die mit dem Stahlknüppel und haut uns zu Brei. Hendrik trifft auch keinen Schuss, ne? Obwohl der Fernkampf... Aber Hauptsache, Fernkampf geht noch. Kathleen entführt. Kathleen wurde von der Fraktion entführt. Sie ist jedoch nicht für immer verloren. Eine Gelegenheit, sie zu retten, könnte sich in den kommenden Tagen oder Jahren bieten. Der Papo hilft auch nicht. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Muss ein Krankenbett schon mal... Das wird ein Krankenbett... Direkt Learnings gezogen, ne? Papo ist nicht mehr verwirrt, sehr schön. Keine Schutzkleidung, keine Rüstung. Ein Waschbär wurde zahm. Gut, wie nennen wir den? Oh, wie ging das nochmal sozial? Oh, ich hab schon wieder vergessen. Nein. Das ist jetzt, glaube ich, auch anders. Ne, da noch, okay. Johannes der Kannes. So. Grüße gehen raus an den Bananenbaum. Hendrik, bitte. Was ist denn mit ihm? Liegt bewusstlos umher. Wie verletzt ist er denn? Vor allem, er hat sich gerade... Kathleen hat nach dem vierten Versuch gesagt, ja komm, lass ihn die Federn. Und dann wird die entführt. Was für ein undankbarer... Dem geht es schon mental so scheiße, ne? Mein Liebhaber Kathleen verloren. Minus 16. Läuft in 30 Tagen ab. Ja, Zeit halt. Alle Wunden heißt es ja immer, ne? Ohnmächtig vor Schmerzen. Vor Schmerz. Ja, und jetzt? Müde.
Stimmung bei null. Der kriegt doch jetzt ein... Das war's. Hä? Das war's. Rechtes Bein, Prellung. Rechter Oberschenkel, Bruch. Linkes Schienbein, Bruch. Linkes Bein, Prellung. Arterienverstopfung, leicht. Brustkorb gebrochen. Linker Arm geprellt. Oberkörper zweimal prellt. Ist die Mahlzeit verdorben. Ja, und Johannes? Ja. Scheiße, hilf doch mal. Hä, was passiert jetzt? Ich lasse jetzt auf höchstem Speed laufen. Die Mahlzeit verdirbt. Risiko Zusammenbruch extrem. Ja, dem geht's halt richtig scheiße. Henrik, schaff's in die Federn. Ist was. Du schaffst es. Du Alter, die Riesenviecher, ne? Jetzt sieh mal, wie groß sie sind. Schaff es. Jawohl. Kräutermedizin ist verfallen. Und jetzt? Rasen vor Wut. Hendrik ist rasend vor Wut. Er wird jeden in sich weiter angreifen. Dies geschah aufgrund schlechter Laune. Der auslösende Faktor war starke Schmerzen. Junge, bitte leg die... Jetzt greift der Babo an. Die Situation eskaliert. Greif nicht das Vieh an. Geh. Babo hat Hendrik weggeboxt. Ein Eichhörnchen. Ey, das kann nicht sein. In den ersten beiden Folgen passiert gar nichts. Nur Gutes. Und jetzt? Erschöpfte Kolonisten. Sorge dafür, dass sie etwas Erholung bekommen. Wie denn? Hungernder Kolonist. Ey, Bro, wach auf. Das war ja die dümmste Kombo. Dass er jetzt auch noch sauer wird und Tiere angreift. Der hat alles gebrochen und geprellt. Tod, Papo Eichhörnchen. Ist am Blutverlust gestorben. Die letzten Ereignisse im Leben von Papo. Hendrik strauchelte bei dem Versuch, Papo zu verprügeln. Imagine, du willst ein Eichhörnchen verprügeln und es geht nicht weg. Papo zwickte Hendrik dabei, wurde dessen linker Arm zerrissen. Eine Bisswunde am Oberkörper, linker Arm, löste bei Hendrik einen Kollaps aus. Papo verlor das Bewusstsein. Blutverlust ließ Papo sterben. Scheiße. Was mache ich jetzt? Also ich hoffe, ja, erstmal ein bisschen Musik. Also ich hoffe, Hendrik kommt wieder zu sich und auch zur Besinnung. Nicht, dass er jetzt gleich noch Johannes totboxt. Johannes zerreißt ihm noch den anderen Arm, oder? Oh, da tut sich was, oder? Er heilt. Das sind so blaue Bläschen, Bedürfnis. Besuchergruppe. Nein. Die Ordos besuchen uns. Ey, die müssen auch denken, was ist denn hier los? Liegt so ein nackter Mann, blutüberströmt neben einem toten Eichhörnchen. In dem Raum alles verdorben an Nahrung. Ich weiß, er ist nicht nackt, aber ey, bitte hilf uns so. Was ist hier so eine Sprachblase? Cool. Aber ey, hilft ihm doch. Hilft ihm doch. Helft ihm. Ey, bitte. Bin ich schon Game Over? Ich hab diese Erfahrung noch nie gemacht in Rimworld. Rimworld. Übrigens, sehr deutscher Kanal hier. Jetzt essen die an meinem Tisch, benutzen meine Räumlichkeiten, aber helfen mir nicht. Und jetzt hauen die wieder rein. Nehmt am besten noch das Essen mit. Ich habe halt nicht mal mehr Healing, weil das abgelaufen ist. Scheiße. Scheiße. Ey.
Ey, der liegt da jetzt eine Woche lang rum, oder was? Truthahnfleisch verdorben. Ju, alles klar. Reis hält aber noch 36 Tage. Aber wie ist denn das mit dem Healing? Bis Eichhörnchen Zähne. Also steht immer Verletzung und dann wovon, in Klammern. Blutverlust schwer, ganzer Körper. Und das geht hoch. Oh nein. Oh nein, ich muss mich wirklich verarzten. Warte mal, Befehle, direkt wenn er wach wird. Oh mein Gott. Ich brauche halt Healing. Sonst war es das. Wo sind denn hier... Kann das hier ernten? Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Tod, Hendrik. Er ist einfach tot. Ja. Das Ding ist, ich wollte eigentlich noch was ansprechen, aber die Ereignisse haben sich überschlagen. Also wirklich. Double Upload, Herr Newstime. Ich wollte eigentlich, ich habe ja letzte Woche quasi gechallenged, yo, meint ihr nicht auch, ich habe das Gefühl, zweimal in der Woche sinnvoll als Upload. Als Beispiel habe ich dann Crusader Kings hervorgehoben. Da war es ja auch so, zweimal in der Woche 3 bis 4 Stunden, eigentlich 4 immer. Das ist halt ein sehr intensives Projekt und diese Spiele, diese Art von Spielen, die wir hier haben, wo RimWorld sich dazu zählt, würde ich meinen, die haben ja so eine Tiefe, dass einmal in der Woche, also bin ich ja in Jahren, man will ja auch vorankommen. Und ich habe ja auch letztes Mal gesagt, so, dann hat man eine Woche, eine Stunde, dann ist man durch. Und ich merke das gerade bei anderen Sachen, auch selber als Konsument, ist nicht satisfying. So. Deswegen war jetzt eigentlich mein Plan, kommen wir mal in zweimal in der Woche. Ich wollte das ausprobieren. Denn, muss ich auch sagen, die erste Folge RimWorld kam übertrieben gut an. Ne, jetzt also mal Analytics, Performance-wise gesprochen. Ja, das heißt, man hatte mal im Dashboard diesen Vergleich, die letzten 10 Videos. Wie ist da das letzte Video im Vergleich zu performt? Und RimWorld Part 1 war das beste Video der letzten 10 Videos in der Performance in Bezug auf zeitlichen Horizont. Ja, nach zwei Tagen beispielsweise ist immer live. Die Analytics sind immer live. Nach 2 Tagen ist es im Vergleich zu den anderen 9 Videos, die letzten 9 Videos, nach 2 Tagen, ne? Wie sind die performen nach 2 Tagen? Also nach dem Upload, 2 Tage. War es Platz 1. Mega gut angekommen, hat über 300.000 Klicks, mega geil. Und der zweite Part, jetzt eine Woche später, ist das schlechteste Video. Also Platz 10 von 10. In der Performance. Während Platz 1 noch über 250.000 unique Leute sich das angeguckt haben, einzelne Zuschauer, waren es bei Platz 2 zwischenzeitlich, jetzt sind es natürlich inzwischen wieder mehr, aber so 75.000 gewesen. Krasse Zahlen, kann ich mir nicht vorstellen. Fußballstadien voll, alles Mögliche, ist klar. Worum es mir aber geht, was ich hier ansprechen wollte, jetzt ist aber Hendrik tot. Und Papo. Johannes lebt noch. Das ist nice. Johannes überlebt alle. Worum es mir aber geht, ist natürlich im Verhältnis gesprochen. Es ist natürlich ein bisschen fraglich, wenn bei einem lang angedachten Projekt der zweite Part schon im Verhältnis so schlecht performt.
Da frage ich mich natürlich dann als jemand, der das ausstrahlt und hochlädt und zur Verfügung stellt, ist das jetzt das Richtige? Oder ist das einfach unpassend für den Kanal? Ne? Ich habe ja Anfang des Jahres euch so ein bisschen meine Pläne vorgetragen. Da habe ich ja auch verschiedene Kanalkonzepte vorgetragen. Und ich muss sagen, dieses gleichzeitig vom episodenübergreifende Formate am Laufen zu haben und Abwechslung zu schaffen, ist eine Challenge. Das war jetzt das Learning. Wenn man es jetzt mit Hart aber Herzig vergleicht, da hat man ein sehr aktuelles Thema. Ich introduce euch jetzt ein bisschen in meinem Mind. Man hat ein sehr aktuelles Thema. Minecraft oder Minecraft ist so stark wie noch nie. Man kann es auch gerade auf Twitch sehr gut verfolgen. Die Top 10 der erfolgreichsten internationalen Twitch-Kanäle aktuell sind fast nur Minecraft-Kanäle. Es ist ein nie endendes Thema. Sehr erfolgreich. Gleichzeitig haben wir hier 2 Folgen pro Woche. Und es hat ein klares Ziel, was am Horizont schon zu sehen ist und hat nicht diese unendliche Weite und Tiefe wie an RimWorld und Crusader Kings und so weiter. Bedeutet, wir haben hier 3 Faktoren, die für mich dafür sprechen, okay, sowas ist hier auf dem Kanal möglich. Also möglich ist jetzt auch wieder ein bisschen extrem formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Hendrik verrottet langsam, er hat keinen Kopf mehr. Papo verschrumpelt. So. Auf der anderen Seite merke ich, wir können jetzt mal einfach auf den Kanal gehen, wie diese, ich sag mal, diese Videos, wo es darum geht, Abwechslung zu ermöglichen, die outperformen. Jetzt zum Beispiel Mr. Prepper, nicht Pepper. Ist jetzt 2 Tage alt und hat schon mehr Views als die letzten 4 Videos. Es war einfach mal wieder zum Release. Ja, ein Tag nach dem Release, ein aktuelles Thema, wird vielleicht gerade auch auf Twitch ein bisschen, aber auch irgendwie ein Insider, kam gut an. So. Auf der anderen Seite, RimWorld, weiter in dem Beispiel gesprochen, The Isle. Was? Habe ich bis heute nicht gecheckt. Was ist da passiert? 800.000 Klicks. Aber auch sowas wie Hellish Quad, Outriders, das war so Legend of Keepers. War eine gute Abwechslung, kam gut an. Legend of Keepers, auch 2. Part, mies abgeschissen im Verhältnis. Ja, jetzt bin ich halt am Überlegen, wie mache ich das, ne? So, und ich sehe hier 2 Optionen. Und auch Learnings. Ja, also Learnings ist, wenn man ein sehr komplexes Spiel hat, wo man sehr viel reinhasseln muss, oder also wo man einige Stunden direkt versenken muss, sonst passiert da nicht so viel und man hat nicht so viel Progress. Man hat es in den letzten beiden Folgen gemerkt. Letztendlich habe ich hier eine Bude gebaut, aber es ist jetzt noch nichts dass jetzt im dritten Part, in der dritten Stunde ist jetzt endlich mal was passiert. Diese Spiele benötigen mehr Episoden in der Woche als nur eine. Wenn wir jetzt mal bei einer Stunde bleiben. So. Vielleicht sogar 3. Das bedeutet, ich mache sowas vielleicht erst wieder, wenn Hart aber Herzig vorbei ist. Dann habe ich einen freien Slot, was ein Projekt angeht und kann vielleicht sogar mal 3 Folgen in der Woche ballern. Würde ich mal ausprobieren. Imperator Rome hätte ich Bock. Europa Universalis, sowas vielleicht. Ja? Vielleicht nochmal RimWorld, einen zweiten Anlauf. Und bis dahin würde ich eher Abwechslung Main weiterhin machen. Und was vielleicht auch geil ist, so wenn man mal so ein komplexes Projekt startet. Johannes ist in die Falle gelaufen. Ist nicht Johannes, ist sein Freund. Gut, Pech gehabt. Was kommst du hier auch rein? Wenn man so ein komplexes Projekt jetzt hier auf dem Kanal starten wollen würde nochmal, würde ich, glaube ich, zum Start
einen YouTube-Livestream machen. A, 4 Stunden. Den ich dann hier als VOD hochbumpe. Ne? Also das ist ja das Geile bei YouTube-Livestreams. Man hat ein Event, das wird angekündigt, das kann ich eine Woche vorher ankündigen. Ihr seht es überall in den Empfehlungen, in der Abo-Box, auf der Startseite, dass dieses Event kommt. Ich kann es im Discord teilen, ich kann es auf Social Media teilen, ich kann in den anderen Videos, die auf dem Kanal kommen, bis dahin es bewerben quasi. Niemand verpasst es quasi, der diesen Kanal verfolgt. Und anschließend wird es sogar als VOD automatisch in einer sehr coolen Funktion hier auf dem Kanal zur Verfügung gestellt. Das hatten wir zuletzt gemacht bei der letzten Folge Crusader Kings 3. Das Finale. Genau, vor 3 Monaten gestreamt. So würde ich das angehen und auch immer ein solches Projekt, glaube ich, abschließen. Okay, das war eine Introduction in mein Mind. Ihr könnt mir gerne dazu Feedback geben. Ich kann verstehen, warum es jetzt vielleicht schade ist für alle, die gehypt waren auf RimWorld, dass jetzt erstmal schon wieder Pause ist. Aber ich war jetzt sehr irritiert, warum das... Ich glaube, ich habe jetzt... Ne, war ein Learning. Ich habe es einfach schlecht gestartet, dieses Projekt. Super viele waren direkt wieder abgeschaltet. Also richtig viele haben auch geschrieben, jo Max, Alter, der erste Part war so geil. Ich habe mir jetzt direkt gekauft und 40 Stunden habe ich jetzt schon drin. Also ich bin irgendwie ganz gut drin, ich bin ganz gut darin, Leute auf irgendwelche Games heiß zu machen. Aber gleichzeitig ist dann der zweite Part irgendwie schon wieder überflüssig gewesen, weil diese Leute, die sich neu begeistert haben für dieses Spiel, weil ich darauf aufmerksam gemacht habe, die haben jetzt selber schon so viele Stunden drin, dass dieser zweite Part hier nach 2 Wochen, also das ist halt dann so, ja, okay. Dafür kam zu wenig Content, um die Leute bei der Stange zu halten. Ja, die Die-Hard-Zuschauer... Freut mich. Ey, geil. Baumwolle blüht langsam auch auf. Ich habe nur niemanden mehr zum Ernten. Schade. Sage. die sind natürlich weiterhin am Starten. Das freut mich auch. Aber lass uns das dann lieber nochmal neu ordentlich starten irgendwann. Jetzt lassen wir erst... Wir machen erstmal weiter den Fokus auf Henne und Herzig. Lassen das ausklingen. Da ist ein Finale. Na gut, man weiß nicht. Ich kann jederzeit sterben. Aber ne, ihr versteht, was ich meine. Wir lassen neben Stronghold, das gibt's ja auch noch, nur ein weiteres Projekt mit mehreren Parts so laufen. Das ist sonst too much. Man wird denen einfach nicht gerecht. Ich will denen gerecht werden. Ich will da auch wirklich reinhasseln und euch mitnehmen und reinswedden. Am liebsten jeden Tag. Aber ich will natürlich auch das Abwechslungsding, weil man merkt einfach, das kommt so gut an. Und danach richte ich mich natürlich ja auch ein bisschen. Angebot, Nachfrage. Klar, ich mache, worauf ich Bock habe. Diese Dinge machen mir auch ultra Spaß. Aber wenn ich merke, so ein The Isle oder so ein Mr. Prepper oder so ein Legend of Keepers mal reingeschnuppert, kommt ultra gut bei euch an, dann lasse ich diese Mechanik walten. Ja, Outriders. Gut, war ein Placement, ist deswegen ein bisschen außen vor. Aber ja. So, das war es in der heutigen Folge. Ich verabschiede mich, war ein bisschen kürzer, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüssikowski, lasst euer Feedback gerne in den Kommentaren und im Discord, lasst uns darüber diskutieren und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.